Ich leite dann jetzt mal den letzten Teil vor der nächsten Kaffeepause ein. Ich hoffe, die Luft ist ja wieder einigermaßen gut geworden durch die Lüftung. Schauen wir mal, ob wir alle den letzten Teil hier soweit überstehen, ohne zu kollabieren. Das Thema meines Vortrages ist Frostwest 2.0. An der 2.0 wird man schon irgendwie merken, es muss wohl auch irgendwas mit 1.0 davor gegeben haben. Wir schauen gleich mal, was das genau ist. Bevor wir in das Thema einsteigen, ein paar Worte zu mir. Ich bin Christian, ich arbeite als Softwareentwickler bei der Basecom in Osnabrück. Wir machen da im überwiegenden Teil Symfony-Anwendungen für diverse Kunden. Falls irgendjemand von euch noch auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle ist, könnt euch gerne an uns wenden. Ich habe auch noch ein paar Kollegen, die da vorne sitzen. Also wir sind immer auf der Suche. Und, aber soweit erstmal zu dem Teil. Wir sind ja nicht auf einer Werbeveranstaltung. Neben meinem Job bei Basecom bin ich als Contributor im Symfony-Bereich aktiv. Ich bin Mitglied im Core-Team, im Documentation-Team. Bin auch so ein bisschen in den ganzen Bundles dann drumherum aktiv und auch einer der Maintainer vom Frostwest Bundle, um das es hier heute gehen soll. Wenn ihr ansonsten mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne nachher hier auf der Konferenz machen. Morgen auf dem Hackday werde ich auch anwesend sein. Und ja, ansonsten könnt ihr mir auch bei Twitter folgen. So, also das Thema meines Vortrags ist das Frostwest Bundle und naja, also der Name ist, glaube ich, relativ bekannt. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wer von euch hat das Bundle denn überhaupt schon mal eingesetzt? Okay, das ist doch relativ viel. Und von denen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, wer hat denn den Namen vielleicht wenigstens schon mal gehört? Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Ich werde auch auf das Bundle an sich nicht sonderlich viel eingehen. Also wir können uns mal einmal kurz anschauen, was man generell damit machen kann. Also, wenn wir jetzt irgendwelche REST-Anwendungen schreiben wollen, dann haben wir so ein paar Herausforderungen, die einfach von dem abweichen, was wir aus normalen Anwendungen kennen, die vielleicht HTML und ein paar Bilder ausliefern. Und zwar haben wir deutlich mehr Routen, weil wir ja eben für unsere Ressourcen verschiedene Methoden anbieten müssen, um Dinge anzulegen, zu löschen, zu bearbeiten und so weiter. Das heißt, wir haben da dann Tools, die uns helfen, diese Routen zu generieren. Wir haben unterschiedliche Arten von HTTP-Requests. Also wenn wir uns normale Symfony-Anwendungen anschauen, da haben wir dann irgendwie URL-codiert die Daten im Body stehen, wir unsere Post-Requests kriegen und das unterstützt PHP wunderbar. Wir kennen das aus unserer Legacy-Anwendung, dass wir dann einfach auf das Post-Array zugreifen und dann damit arbeiten können. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn wir mit XML-Content, mit JSON-Content oder mit, keine Ahnung, irgendwelchen obskuren Formaten arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen da, wenn wir die Daten ja, anders nutzen wollen, spezielle Mechanismen haben, die für uns die Dekodierung übernehmen. Eine weitere Geschichte, die wir haben, ist die Content Negotiation. Kennt man vielleicht in manchen ja, regulären Anwendungen auch, aber im Wesentlichen geht es halt darum, dass der Client, der Schnittstelle uns mitteilt, was für Formate er unterstützt, was er bevorzugt, und wir dann mit diesem Client zusammen aushandeln müssen, welches das Format ist, was wir zurückliefern. Das ist der Accept-Header, den man da in den Anfragen kennt. Und wenn wir jetzt diesen Content zurückliefern wollen, dann wollen wir das nach Möglichkeit nicht hardcodiert in unserem Controller machen. Weil wenn wir dann anfangen und fügen neue Formate hinzu, dann haben wir hinterher vielleicht irgendwie lange Switch-Case-Blöcke und die müssen wir dann überall duplizieren. Das heißt, was wir eigentlich machen wollen, ist einfach irgendwie Daten zurückgeben und andere Stellen kümmern sich einfach darum, dann hinterher daraus das richtige Format zu serialisieren. Und das ist der letzte hier aufgeführte Punkt. Das Bundle an sich macht da nicht viele magische Geschichten. Also wir hängen uns einfach in den ja, Request-Response-Zyklus von Symfony rein. Da werden ja Events an verschiedenen Stellen getriggert. Wir haben dann Listener, die an diesen Punkten greifen und je nachdem, wie das ganze Bundle konfiguriert ist, werden dann unterschiedliche Sachen ausgeführt, um diesen ganzen Kram zu machen. Das funktioniert relativ gut. Kann man theoretisch auch alles
von Hand implementiert, wenn man das machen möchte. Wenn man jetzt vielleicht nicht alles an Features braucht, was das Bundle anbietet, dann kann es auch durchaus sinnvoll sein, das selber zu machen. So, jetzt hatte ich ja eben angesprochen, dass das Thema aber sich um FOSS-REST 2.0 dreht. Und jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, warum 2.0? Also die aktuelle Stable-Version, die wir haben, ist 1.7. Und jetzt könnte man sich einstellen und sagen, okay, dann macht doch einfach neue Features, macht eine 1.8 und dann ist gut. Aber wir haben einfach eine Code-Basis, die schon sehr, sehr alt ist. Also etliche Jahre haben wir da auf dem Buckel. Dann kommen eben einfach so Sachen hinzu, dass sich über die Jahre Erweiterungspunkte anhäufen, die man immer noch maintainen muss, die wir nicht einfach wegschmeißen können. Also beispielsweise haben wir für jeden einzelnen Service die Klasse als Parameter im Container registriert. Da können wir jetzt nicht sagen, okay, das hat man sich mal vor einigen Jahren gedacht, das ist eine gute Idee, weil das schmeißen wir jetzt raus. Wir haben ziemlich viele Methoden, die protected sind. Wir haben Klassen, die vielleicht nicht unbedingt optimal designt sind und so weiter und so fort. Die minimale PHP-Anforderung ist 5.3. Das möchte man heutzutage vielleicht auch nicht mehr unbedingt supporten, weil man einfach mit neueren PHP-Versionen Features bekommen hat, die einem das Leben deutlich erleichtern. Aber das sind alles nur Sachen, die können wir theoretisch optional anbieten. Für die User, die schon auf PHP 5.5, 5.6 oder meinetwegen auch 7 aufsetzen. Aber das ist halt nichts, was wir als gegeben voraussetzen können, ohne dass wir Applikationen zum Crashen bringen. Und genauso sieht das eben auch mit Symfony 2.3 aus. Das unterstützen wir nun mal und müssen dann auch sicherstellen, dass alles entsprechend damit funktioniert. Und wer schon mal Bundles geschrieben hat, die verschiedene Symfony-Versionen unterstützen müssen, der weiß, dass das einfach mit der Zeit ziemlich frickelig werden kann, um entsprechende Switches einzubauen, die dann darauf reagieren. Und naja, das führt letztendlich dazu, dass es enorm aufwendig geworden ist, neue Features zu implementieren. Und wir uns deswegen gesagt haben, wir gehen jetzt hin und sagen, okay, wir setzen uns an Version 2.0, machen einen Cut und schmeißen die Sachen weg, die vielleicht einfach nicht mehr so sind, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was es insgesamt so Neues gibt, dann haben wir, wenn wir jetzt einfach mal nur so ein paar Sachen angucken, die im Hintergrund passiert sind, dann haben wir halt den Code ziemlich stark bereinigt. Wir haben diese angesprochenen Klassenparameter entfernt. Wir nutzen den Dependency Injection Container jetzt für das, wofür er gedacht ist, nämlich eben unsere Objekte von dem Container konstruieren zu lassen und nicht, indem wir uns den Container nehmen und dann da einfach mal gucken, was hast du denn, so gib mir nochmal den Service und den Service. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich explizit in unseren Klassen, was denn eigentlich die Abhängigkeiten sind. Content Negotiation hatte ich ja eben schon mal angesprochen, das ist einer der Kernpunkte, die wir unterstützen müssen. Und dazu haben wir in der 1.7er Version eine externe Bibliothek eingesetzt, in der Version 1.2. Die ist mittlerweile deutlich weiterentwickelt worden und da unterstützen wir jetzt Version 2.0. Symfony haben wir angehoben auf 2.7. Das macht uns an einigen Stellen das Leben deutlich einfacher, weil wir jetzt zum Beispiel immer davon ausgehen können, dass wir den Request-Stack haben. Wir können davon ausgehen, dass die Validation-API, die neue ist, die in 2.5 eingeführt worden ist und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und wir haben die Requirements für PHP jetzt auch auf 5.9 angehoben und sind also da jetzt im Sync mit Symfony 3.0. Ansonsten eine Sache oder zwei Sachen, wo wir am Code auch Verbesserungen vorgenommen haben, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde, sind der Param-Fetcher-Teil. Da geht es dann einfach darum, dass man bestimmte Parameter aus dem Request rauszieht und die dann direkt in die eigene Controller injected bekommt. Man kennt das vielleicht aus Standardanwendungen mit dem Doctrine Param Converter, wo man dann einfach nur sagt, okay, die Router erhält irgendwie die ID von einem Objekt und das kriege ich dann schon direkt reingeschmissen, beziehungsweise der ganze Code, den ich nicht selber schreibe, der kümmert sich darum, ansonsten 404 zu werfen. Und das Exception Handling haben wir auch insgesamt ein bisschen überarbeitet, sodass man sich da nochmal etwas einfacher reinhängen kann, als man das vorher konnte.
Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die, die ganz nett sind, aber wir haben auch eine Reihe an Features dazu bekommen, die, die insgesamt etwas mächtiger sind, die schön zu nutzen sind und die nochmal ja, alles, was man damit machen kann, nochmal deutlich mächtiger machen. An erster Stelle möchte ich da gerne einmal auf den RFC 2518 eingehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch so aus dem Stegreif weiß, was der beschreibt. Wahrscheinlich nicht. Also, wenn man sich das anguckt, dann geht es im Prinzip um WebDAV, also eine Geschichte, die jetzt mit REST nicht unbedingt was zu tun hat, aber dieser Standard definiert unter anderem 7 Erweiterungen für das HTTP-Protokoll, was so erlaubte Methoden angeht. Und das sind eben diese 7 Stück. Man sieht anhand der Namen schon, dass das halt sich mehr auf Dateiebene bezieht. Aber man kann sich ja natürlich überlegen, dass man je nach Anwendung auch für so Geschichten wie Log, Unlock oder Copy und Move durchaus Dinge findet, wo man sagt, okay, das passt so manchmal ziemlich gut zu dem, was wir da machen. Und ich habe mal als Beispiel eine User-Schnittstelle rausgegriffen, wo es einfach darum geht zu sagen, okay, dieser eine Benutzer, der wird jetzt gesperrt, der darf sich nicht mehr einloggen. Naja gut, intuitiv würde man das jetzt vielleicht so machen, man, also für die, die das Bundle noch nicht benutzt haben, ist es möglich, die Actions so zu definieren, dass man da so Geschichten reinbaut wie die HTTP-Methode, die Ressource und dann werden daraus automatisch Routen generiert, wenn man die entsprechend lädt. Und intuitiv würde man jetzt erwarten, dass das jetzt eine Route ist, die darauf wartet, dass ich einen Log-Request schicke und dann entsprechend reagiert. Nee, ist nicht so. Das ist das, was dabei rumkommt. Und das liegt einfach daran, dass wir für Log kein Support an der 1-Ebene drin hatten. Das führt dann dazu, dass die Methode an sich eben hier hinten im Pfad auftaucht und die Methode an sich Patches, und das ist natürlich nicht das, was wir haben wollten. Also es wird halt aus mehreren Gründen einfach nicht funktionieren, weil zum einen der Pfad ein anderer ist, das heißt, wir haben überhaupt keinen Controller, der auf dem Pfad reagiert, wenn der angesprochen wird von irgendeinem Client, und die Methode passt eben auch nicht. Man kann da drumherum arbeiten in 1.7, das sieht dann so aus. Man setzt dann beispielsweise die Route Annotation davor, muss dann hier aufpassen, dass man den Pfad richtig definiert und hier sagen, dass man eben nur die Log-Methode zulässt, dann funktioniert das Ganze. Wenn man sich das jetzt mal ausgeben lässt, dann kommt das hier dabei rum. Und wir sehen hier oben, der Log-Teil hinter der Pfadangabe ist weggefallen. Und hier sind wir eben bei der HTTP-Methode auch bei Log angekommen. Aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dann kann man sich vorstellen, dass das relativ aufwendig wird, wenn man jetzt anfängt und muss das überall dran schreiben und das möchte man vielleicht nicht unbedingt machen. Wir können auf der anderen Seite aber eben auch nicht hingehen und sagen, okay, wir bauen das jetzt in der Version 1.8 ein, weil dann alles kaputt geht, wo irgendjemand HTTP-Methoden benutzt im Namen der Action, die vorher eben noch nicht unterstützt waren, weil dann auf einmal aus dem Patch-Request eben kein Patch-Request mehr wird. Genau. Das heißt aber, in 2.0 können wir das machen, und wenn wir diesen Code jetzt nehmen, den wir eben ganz am Anfang gesehen hatten, nutzen das Postgres-Bundle 2.0 dafür, dann sehen wir jetzt an dieser Stelle, dass genau das dabei rumkommt, was wir eigentlich erwartet hätten. Funktioniert für die anderen 6 Methoden genauso. Nächster Punkt ist das Laden von Routen. Wenn wir jetzt eine Anwendung haben, die ziemlich groß ist, dann haben wir vermutlich relativ viele Endpoints für unsere Schnittstelle. Und das sieht dann so aus in unserer Konfiguration. Ich habe das einmal mit dem Kommentarzeichen angedeutet, das wird immer mehr, und mit jedem Controller, den ich hinzufüge. Und ich werde, wenn ich nicht irgendwie einen riesigen Controller schreiben will, immer wieder neue Controller hinzufügen für jede Ressource, die ich irgendwie habe. Das wird relativ lang, das ist relativ blöd zu warten und ist halt einfach ziemlich nervig. Und was man jetzt machen kann, ist zu sagen, ich definiere mir sowas hier. Das heißt, ich gebe nur noch das Verzeichnis an, in dem meine
Controller liegen und das Bundle kümmert sich jetzt automatisch darum, alle Klassen in diesem Verzeichnis zu suchen, daraus die Routen zu generieren und das Ergebnis ist dann hinterher genau das gleiche, nur mit eben deutlich weniger Aufwand. Ich kann dann neue Controller-Klassen hinzufügen und kommen automatisch die ganzen Routen dabei entsprechend raus, muss halt maximal eben den Cache einmal neu laden, um Symfony das mitzuteilen. Das ist aber eben deutlich einfacher für mich als Entwickler. Man muss dabei dann ein bisschen aufpassen, wenn man weiß, dass Controller, die jetzt in einem gemeinsamen Verzeichnis liegen, eventuell Pfade generieren, die sich überlappen, wenn man dann nicht mehr die Kontrolle darüber hat, welcher Pfad zuerst ausgeführt wird. Wenn man an so einen Punkt kommt und dann irgendwie sieht, dass sich das in der Ausgabe der Routenkonfiguration so widerspiegelt, dann muss man vielleicht mit Subdirectories oder ähnlichen Geschichten arbeiten. Genauso wie man halt aufpassen muss, dass man vielleicht nicht unbedingt in gemischten Anwendungen, wo man jetzt normalen Frontend-Code hat und die REST-API, dass man da vielleicht getrennte Verzeichnisse für die Controller nimmt, die HTML-Oberfläche gehören und dann separate für die API, oder kann man ja mit einem API-Verzeichnis oder so arbeiten, hat dann das Problem an der Stelle auch nicht mehr. Ja, der nächste Punkt, den wir deutlich verbessert haben, ist die Serialisierungsschicht. Da war es vorher so, man konnte relativ umständlich sich einen eigenen Serialisierer schreiben. Der musste dann auf magische Weise eine Serialize-Methode implementieren und eine Deserialize-Methode. Aber man musste halt wissen, wie es funktioniert, und man konnte nirgendwo sicher sein, dass der Typ, der da zurückkommt, auch wirklich das unterstützt, was man eigentlich erwartet. Und eingebaut war dann auch so ein bisschen hackige Art und Weise, hardcodiert der Support für den Symfony Serializer und für den JMS Serializer. Und wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, wir definieren uns jetzt einen Abstraktionslayer, den wir für das Bundle brauchen, und stellen dann einfach Adapter für diese beiden meist genutzten Serializer zur Verfügung. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, da habe ich irgendeine Anforderung, die wird so nicht unterstützt von dem was es gibt, dann schreibe ich mir meinen eigenen, vielleicht wrappe ich auch nur den Serializer, den es schon gibt, und behandle nur meine Sonderfälle entsprechend und bin dann da raus. Das hat auch den Vorteil, dass man jetzt einfach sich dieses neue Serializer-Interface nehmen kann, kann dann Teil finden und ist dann auf der sicheren Seite, was den eigenen Code angeht. Das Interface ist relativ schlank. Wir haben einmal die Methode Serialize, da kommen Daten rein, die serialisiert werden sollen. Es werden in der Regel wahrscheinlich irgendwelche Objekte sein oder Collections von Objekten. Formals ist das Ausgabeformat, also sowas wie XML oder JSON. Und Context ist ein Objekt, das kommt, wird vom Postgres Bundle zur Verfügung gestellt. Das wird in der Regel innerhalb des Controllers nochmal konfiguriert, wenn man irgendwelche speziellen Sonderfälle haben will, die einfach den Kontext beschreiben, in dem jetzt diese Serialisierung stattfindet. Da stehen dann unter anderem sowas drin wie der aktuelle Request, welche Gruppen sollen beim Serialisieren verwendet werden und solche Geschichten. Das ist die aktuelle Version der Schnittstelle. Das heißt, der Serializer kann dann wirklich an der Stelle darauf reagieren, was da eigentlich passieren soll. Ob man das dann in einem eigenen Serializer komplett unterstützen muss oder da einfach von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, das muss man dann selber schauen. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in die Gegenrichtung der Deserialize-Methode. Da kriege ich also Daten rein, die irgendwie über den Request reinkommen. Das wird also immer ein String sein. Kann also JSON sein, kann XML sein, was auch immer. Dann kriege ich einen Type mitgegeben. Das beschreibt dann sozusagen, was erwarte ich denn hinterher, was daraus zurückkommt. Das kann dann irgendein vollqualifizierter Klassenname sein, was auch immer. Muss halt eben vom Serializer entsprechend unterstützt werden. Das Format beschreibt dann das Format, in dem die Daten vorliegen, XML, JSON und so weiter. Und Kontext ist wieder das, was ich eben schon beim Serialize beschrieben hatte. Und somit kann man dann relativ einfach eigene
Serializer implementieren. Ich hatte jetzt eben schon gesagt, dass man diesen Kontext zum Beispiel im Controller definieren kann oder konfigurieren kann, um eben zu bestimmen, was ist der Kontext, in dem die Serialisierung stattfindet. Und nochmal weiter vorher hatte ich ja gesagt, dass wir noch keine tatsächliche Response im Controller zurückgeben sollen oder wollen, weil wir eben nicht wissen, wie sieht denn das Ausgabeformat genau aus. Das heißt, wir würden einfach nur Daten zurückgeben und das FOSS-WES-Bundle bietet da die Möglichkeit an, eine Instanz einer View-Klasse zurückzugeben, die so ein bisschen beschreibt, wie sieht denn jetzt eigentlich, wie soll die View aussehen auf die Daten, die wir da haben. Da werden dann die Daten drin gewrappt und meinetwegen dann Status-Code und so weiter. Und hier sieht man jetzt mal einmal ein Beispiel, wie man das Ganze in 1.7 zum Beispiel gemacht hätte, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt den Basiscontroller aus dem FOSS-WES-Bundle erweitern, das ist hier. Dann habe ich Methoden wie View, die erstellt mir dann die View. Das heißt, hier innerhalb von der View-Variable ist dann tatsächlich ein View-Objekt und dann kann ich hier sagen, okay, Handle View, ich mache jetzt mal alles, was an Serialisierung stattfinden soll und dann gibst du mir eine Response zurück, die gebe ich dann zurück und dann sind wir an der Stelle fertig. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich halt mir alles, was aus der Parent Class kommt, mit reinziehe und Parent Class von dem FOSS-WES Controller ist halt der Controller aus dem Framework Bundle. Das heißt, da hängt eine ganze Latte an Abhängigkeiten dran. Wenn ich dann anfangen möchte und möchte meinen Controller als Service registrieren, wird das relativ mühselig. Was ich dann machen kann, ist rein theoretisch das Ganze manuell zu machen. Dann würde ich halt eben hier an der Stelle die View direkt erstellen und hier den View-Handler aufrufen. Und das Problem, was wir jetzt an der Stelle haben, ist, wo kommt dieser View-Handler her? Den müssen wir jetzt natürlich irgendwie in den Controller reinkriegen, in die Klasse. Und da kann man sich jetzt so ein bisschen denken, wie dann der Code da oben aussehen muss. Also entweder habe ich dann einen Setter, den ich über Setter Injection aufrufe, wenn ich den Service definiere, oder ich mache es über Controller Injection, wie auch immer man das gerne machen möchte an der Stelle. Und in 2.0 haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir nutzen ein Trait. Das ist halt eben einer der Gründe, warum wir nicht mehr 5.3 unterstützen. Dann kriege ich die Sachen wieder geschenkt und kann die dann hier entsprechend benutzen. Der Code sieht wieder so aus wie im ersten Beispiel, als wir den Basiscontroller vererbt haben, aber jetzt eben an dieser Stelle ohne die Vererbung. Macht das Ganze also ein bisschen schlanker und hilft uns dabei, den Controller als Service zu generieren, zu definieren. Nächster Punkt ist Versionierung von Schnittstellen. Und hat das ja auch häufig irgendwie in langlebigen Anwendungen, dass sich Schnittstellen mit der Zeit ändern, sei es jetzt interne Schnittstellen oder Schnittstellen nach außen. Und ich kann aber ja nicht immer hingehen und sagen, okay, ich schicke jetzt die neue Schnittstelle raus und die alte vergessen wir, weil ich nicht immer kontrollieren kann, welche Clients eigentlich darauf zugreifen. Und wenn die weiterhin die alte Schnittstelle verwenden, dann stehe ich halt blöd da, wenn ich die abschalte und kriege wahrscheinlich irgendwelche Beschwerden. Das geht bislang nur relativ schwierig, indem ich sage, ich melde das Ganze in irgendeiner Art und Weise über die URL-Pfade ab. In diesem Beispiel habe ich jetzt mal zwei Artikel-Controller genommen. Die liegen jetzt in unterschiedlichen Namespaces. Hier einmal V1. Dann muss ich noch entsprechend aufpassen, dass ich mir hier irgendwie einen Namensprefix überlege, der bei den automatisch generierten Routen davor gesetzt wird, also sonst habe ich entweder die Route von dem einen Controller oder von dem anderen. Und genauso würde ich das dann hier mit Version 2 machen. Und dann kann ich die so einbinden, sage dann, okay, alles was jetzt aus dem Version 1 Controller kommt, soll bitte hier mit irgendwie /V1 davor gesetzt werden und bei V2 eben mit /V2. Wenn ich jetzt irgendwie schon eine bestehende API habe, wo die Versionsnummer nicht mit drin ist, dann müsste ich hier halt den Prefix weglassen. Das muss man dann eben schauen, wie das genau aussieht. Und dann hat man tatsächlich irgendwie so ein Ergebnis.
Man hat jetzt mehr oder weniger die gleichen Controller für die jeweilige Version, die dann aber vielleicht irgendwie unterschiedlich haben, agieren würden. Und vielleicht hätte ich auch manche Routen nur in der einen Version und in der anderen nicht. Das hängt natürlich einfach immer von der konkreten Schnittstelle ab. Das ist aber natürlich relativ unflexibel. Ich möchte vielleicht gar nicht die Routen an sich ändern, sondern ich möchte die Versionsnummern vielleicht über andere Arten und Weise übermitteln. Da haben wir jetzt drei Mechanismen hinzugefügt, die man nutzen kann. Das wäre einmal als Query-Parameter. Wenn wir jetzt hier Versionierung aktivieren, dann haben wir hier unseren Resolvers-Key. Darunter sagen wir, was wir aktivieren wollen. Das wäre hier zum Beispiel Query. Dann können wir noch sagen, wie der Query-Parameter heißt. In diesem Fall halt eben Version und würden den dann hier so kriegen. Genauso können wir auch den MIME-Type dafür verwenden. Sagen wir hier, mit was für einer Regular Expression wir die Versionsnummer aus dem Header rausziehen. Wir müssen dann noch sicherstellen, dass das alle Kombinationen, die es da geben kann, auch tatsächlich auf den richtigen Content-Type gemappt werden. Das kann relativ tricky werden, wenn man ziemlich viele Versionen unterstützt. Dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Konfiguration über einen PHP zu schreiben, weil man dann mit den bekannten Kontrollstrukturen arbeiten kann. Und in dem Moment, wenn ich jetzt den Content-Type, also den Accept-Header dafür nutze, dann verschwindet sozusagen die Versionsinformation irgendwo in dem HTTP-Requester, was jetzt, ich sage mal, nicht so von außen direkt sichtbar. Und gleichzeitig hätten wir aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte dafür lieber einen eigenen Header definieren, dann gibt es hier diese Möglichkeit und gebe ich hier den Namen an und wir sind dann hier der, ich muss jetzt nichts machen, was irgendwie aufwendig noch die einzelnen Formate definiert, die ich unterstütze, sondern gibt die Version einfach separat an. Man kann die ganzen Mechanismen auch definieren, kombinieren, und kann dann Priorität vergeben. Man kann zum Beispiel sagen, okay, als allererstes versuchen wir bitte die Version aus dem Accept-Header zu ziehen, dann als nächstes vielleicht den URL-Parameter und wenn gar nichts mehr geht, dann nimmt noch den Pfad. Und die Prioritäten werden dann von oben nach unten abgearbeitet. Das Ganze hat dann noch den positiven Nebeneffekt, dass wir die Version als Attribut im Request drinstehen haben. Wir wissen ja, dass es in der Request-Klasse dieses Attributes-Parameter weg gibt und da stehen die Daten dann drin. Und das können wir dann zum Beispiel nutzen, um im Routing darauf zuzugreifen. Und dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben immer noch hier den separaten Controller für Version 1 und für Version 2. Aber hier oben springen wir nicht mehr in Abhängigkeit von dem Pfad rein, sondern wir gucken, was steht denn hier eigentlich als Version in dem Attribute-Spec drin. Und nur wenn das passt, dann springen wir in den Controller rein und für Version 2 machen wir es genauso. Alternativ kann ich natürlich, ich kann das Ganze, wenn ich jetzt Annotationen für mein Routing verwende, auch auf Klassenebene da dran packen, um eben zu sagen, okay, der Controller wird nur für Version 1 benutzt. Dann müsste ich mir nicht erst hier die Expression Language anschauen und gucken, wie ich das damit formulieren kann. Dann kann ich aber auch hingehen und sagen, okay, ich möchte das jetzt lieber in meinem Controller abfangen, weil ich vielleicht sage, okay, die Schnittstellen an sich sind relativ gleich, aber in Version 2 ist jetzt nur eine Kleinigkeit dazugekommen. Und dann nehme ich mir hier einfach den Request, kriege den ja von Symfony einfach in meine Action reingereicht, schaue mir die Attributes an und gucke dann eben nach, ist denn die Versionsnummer V2? Wenn das der Fall ist, mache ich irgendwie noch was auch immer da neu hinzugekommen ist und dann wird die Schnittstelle ganz normal weiter abgearbeitet und ich muss nicht anfangen, um verschiedene Controller zu definieren. Jetzt hatten wir eben schon mal den Punkt gehabt, dass das FOSS-REST-Bundle ganz viele Listener registriert, die alle möglichen Aktionen machen, wenn das REST-Bundle ausgeführt wird, um Formate zu ermitteln, irgendwelche Request-Parameter zu konvertieren und so weiter. Und das hat natürlich alles den Nachteil, dass die schon irgendwo Zeit brauchen. Sie brauchen vielleicht Ressourcen und vielleicht habe ich auch noch eigene Listener, mit denen die in Konflikt treten und dementsprechend möchte ich die vielleicht nicht immer antriggern.
Und um das zu machen, kann ich jetzt sogenannte REST-Zones definieren, um eben hier API und normale Anwendung zu trennen. Das ist sicherlich nur dann sinnvoll, wenn ich überhaupt diese Mischform habe. Und die kann hier von verschiedenen Parametern abhängen. Das kann dann eben so aussehen, dass ich nur alles, was mit Slash API anfängt, nutzen möchte für eine REST-Zone. Ich kann das Ganze nach Client-IP einschränken, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das erstmal nur zum Testen machen oder ich weiß genau, die Clients sind aus meinem internen Netzwerk, dann muss ich das Ganze nicht nach außen hin publishen. Ich kann auch sagen, okay, die API ist auch nur über einen bestimmten Host erreichbar und das vielleicht in meinen Routen auch entsprechend konfiguriert. Dann macht das natürlich keinen Sinn, die ganzen Listen auch überall anders anzusprechen. Das wäre jetzt soweit erstmal so ein Überblick über die ganzen neuen Features, die wir da reingebaut haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie mache ich so ein Upgrade? Ich kann natürlich einfach das neue Bundle installieren und gucke dann mal, was passiert. Ist aber vielleicht, je nachdem, wie viel Custom Code man da drin hat, nicht ganz so einfach. Und naja, wie gesagt, das Bundle ist halt nicht mehr komplett abwärtskompatibel. Und wir haben uns dann einfach mal angeschaut, wie Symfony das gemacht hat. Da hatten wir ja den Sprung im letzten Jahr von 2 auf 3. Und wir sind dem ganzen Beispiel jetzt gefolgt und haben gesagt, okay, wir machen auch nochmal Release 1.8, packen da auch einiges an Features rein, was wir in irgendeiner Art und Weise noch backwards kompatibel mit 1.7 implementieren konnten. Das ist nicht ganz so viel, wie wir es gehofft hatten. Also es ist schon einiges an Features auch in 2.0 alleine drin, weil es anders einfach nicht zu implementieren war. Wir triggern auch Deprecations, wenn ihr jetzt Features nutzt, bei denen wir wissen, dass sie in 2.0 rausfliegen. Und haben aber alles, was irgendwie da als Breaking Changes in den Änderungen stattgefunden hat, auch in einem Upgrade-File dokumentiert. Also von daher sollte das hoffentlich relativ sanft funktionieren beim Upgrade, wenn man da jetzt nicht allzu viel customized hat. Von daher wäre es schön, wenn ihr das einfach mal in eurer Anwendung testet. Wenn ihr jetzt neue Anwendungen startet, gerne auch direkt mit 2.0 starten und nochmal Feedback gebt. Also wir sind im Moment in der Beta-Phase. Wir haben jetzt aktuell die zweite Beta am Laufen. Ich denke, wir werden jetzt nochmal im Laufe der nächsten Woche mit einer dritten Beta-Version weitermachen und dann hoffentlich innerhalb der nächsten 1-2 Monate auch die Stable-Version releasen. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen schon über die Zeit drüber gelaufen, bin aber jetzt glücklicherweise auch am Ende. Es wäre total super, wenn ihr auch Feedback hinterlassen würdet bei JoinedIn, gerne mit Verbesserungsvorschlägen und so weiter. Die anderen Speaker würden sich darüber auch ziemlich freuen. Und ja, ansonsten stehe ich jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit dafür? Okay, also wenn wir noch eine Frage haben, dann können wir das gerne machen. Okay, dann können wir jetzt Kaffee trinken gehen. Vielen Dank.